Hallo, moin, moin und guten Tag, Freunde. Hier ist wieder Neron hier mit Let's Get a Platin Beyond Two Souls. Hey. Und ja, ich würde sagen, wir machen da weiter, wo wir aufgehört haben, nämlich. Ja. Den irgendwas zerstören, meine ich, mich dran erinnern zu können. Nur. Wo. Ui, ja, ich bin gerade schocken. Gut, da kann ich nicht rein, gell? War das die Tür? Nicht rein. Moment, hier habe ich den Typ umgehauen. Da habe ich da dann das Ding, das. Das heißt, ich bin falsch. Ich habe mich verirrt. Ich habe so einen Orientierungssinn wie Zorro. Komischerweise, hier geht es auch nicht lang. Gehen mal hier runter. Hier weit. Oder bin ich auch von hier gekommen? Und von da bin ich gekommen. Das ist nämlich der Raum, wo ich probiert habe durchzuschleichen. Das heißt, ich muss hier lang. Und dann, ich geradeaus weitergehe, dreht sie ab. Ich glaube, hier könnte ich, obwohl das ist die Tür. Wo ich mit einem auch nicht weiterkomme. Ich gehe trotzdem noch mal hier den Raum kurz untersuchen. Vielleicht kann ich irgendwas interagieren. Ja, dann dreht sie ab. Die Jodie. Aber sonst kann ich hier nichts machen. Das sehe ich doch richtig, oder Freunde? Wenn ich jetzt hier aber weitergehe, da kann ich auch nichts interagieren. Hier dreht sie aber auch ab. Wo ich doch da eigentlich rein müsste. Okay. Bleibt sie stehen. Dreht sich rum und geht zurück. Da muss ich doch vielleicht hier irgendwas was machen, im Raum davor. Ich mit einem hier durch. Nee. Hier vielleicht? Ja, hier bin ich richtig, glaube ich. Der fast ist die Dead Space. Fehlt nur die Lebensanzeige. Okay, jetzt muss ich hier runter. Und dann einmal so tauchen. Ah. Okay, ich kann nur geradeaus. Nein, nein, nein. Man darf uns nicht bemerken.
Fähigkeiten kann ich nicht rufen. Dann steppen wir mal hier vorwärts. Und da ist Licht. Das ist irgendwie immer so Interpretationssache. Wenn man Licht sieht, kann es gut sein, es kann aber auch vollkommen Scheißendrick sein. Aber das scheint uns hier zu helfen, quasi. Da ist das Portal. Vor allen Dingen, sie sagt, man darf uns nicht bemerken, aber irgendwie ist ja eh jeder tot. Und ich meine, gegen die Existenzen kann man ja kämpfen. Okay, jetzt. Ich mach grad gar nichts. So, an jeder Säule muss ich jetzt so Sprengsatz befestigen oder wie? Ich dachte, ich hätte nur eins. So kann man sich täuschen, Freunde. Gut, dann trabe ich jetzt mal dahin. Werde da auch noch ein C4 quasi. Einen Sprengsatz anfesten, ja. Platzieren. Ja, komm, beweg dich, Judy. Mal gucken, wie das endet. Ich habe so das Gefühl, das Spiel ist ja von Drama übersät. Da passiert jetzt auch wieder was und wir müssen um Judy bangen. Ich habe keine Ahnung, Freunde. Ich muss X, ganz schön X drücken oder was? Weil da ist ein X, was abgebildet ist und ich drücke hier schon X, ich breche mir gleich einen Daumen, Freunde. Okay, gut, das haben wir. Haben wir nicht geschafft, vielleicht kommt man näher hochklettern. Ja, komm. Links. Wow. Holy shit. Ach, verdammt, gefällt. Zu spät mitbekommen. Falsche Richtung. Links. Oh, Entschuldigung, wenn das jetzt hier als mal so ein Ding ist. Ich lade mein Player nämlich gerade auf über USB. Und da stößt als gegen ein kleines Tischchen hier. Ja, welche Richtung hoch? Links. Runter. Links. Rechts.
Links. Wir sehen uns. Auf der anderen Seite. Was ein Asiate. Lauf, 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 lauf. Hoch. Lauf, 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 lauf. Rechts. Oh, können die mich nicht einfach mal in Ruhe lassen? Einfach nur laufen, Judy. Wo wär's runter? Es ist alles so dunkel gerade. Okay, interagieren. Dreieck. Ah. Was für Geräusche immer von mir gibt. Okay, komm. Ja, rechts. Ich muss immer erst mich organisieren, also mich selbst irgendwie finden. Gedrückt lassen. Nee, drücken. Gedrückt lassen. Verdammt, Ryan! Wo zum Teufel bist du? Ich lass dich hier, huh? Was ist passiert? Interagieren. Die Schockwelle hat den Antrieb zerstört. Wir haben ein Leck. Wir werden ertrinken. Die Oberfläche ist nicht weit. Vielleicht schaffen wir es lebend bis hoch. Ja, gibt einen vernünftigen Plan. Okay, komm, auf geht's. Bevor wir noch an Höhe verlieren. Das sagt man immer beim Flugzeug. Okay, dann ja, gleich. Hört ihr das? Okay, das haben wir dann auch geschafft. Oder? Nee. Ah ja, komm, ey. Oh. Tut mir leid mit dem Auge. Schon okay. War die richtige Entscheidung. Ich hätte es auch so gemacht. Immer noch sauer auf mich? Nein. Nein. Mir ist zu kalt, um sauer zu sein. Weißt du, ich hab dir das nie gesagt. Aber ich liebe dich, Jodie. Mitfühlen. Unter anderen Umständen wäre ich sehr bewegt.
Preis, falls wir hier drauf gehen. Gut. Oh Gottchen. Also, was ist mit dir? Liebst du mich denn auch? Ja. Ja. Ja, ich liebe dich, mein. So romantisch. Gut. Küss mich. Ja, Sex hält warm. Los, mach. Zeit für Schwarzmalerei. Und gleich minus 10 Punkte für Menschlichkeit. Nicht ein Final Fantasy 8. Da! Da drüben! Ja, 10 Punkte Abzug wegen Menschlichkeit. Als Strafe gibt's Kaugummi in Zar. Fast zu. Jo. Gute Nacht, Prinzessin. Ist Nathan okay? Wann sehe ich ihn wieder? Oh. Ich weiß nicht, Süße. Er hat sein Büro seit 3 Tagen nicht verlassen. Er liebte seine Frau und seine Tochter viel mehr als alles auf der Welt. Aber wir versuchen es morgen nochmal, okay? Jetzt wird geschlafen. Interagier mal ein bisschen hier rum. Alter. Alter. Zieh das mal rein, wie sie da steht. Alter. Müsste sie so gleich auf allen Vieren so auf dich zugelaufen kommen. Wie so, The Grudge-mäßig. Ich glaube, ich würde heulen. Ich würde den Player hochschmeißen und einfach fort. Majestic. Wow! Ja, Spaß. Da, 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 da. Was willst du hier? Es ist spät. Geh wieder ins Bett. Ich will nicht ins Bett.
come on. So. Nicht weinen, Daddy. Was hast du gesagt? Es ging so schnell. Mami konnte nichts machen. Aber es tat nicht weh. Hör auf damit, Jody. Es tat gar nicht weh. Hast du nicht verstanden? Hör sofort auf damit. Wir sind hier, Nathan. Wir sind an deiner Seite. Helen. Nora. Wir lieben dich, Schatz. Wir werden dich für immer lieben. Rede doch bitte mit mir. Jody. Bring sie zu mir. Mach, dass sie mit mir reden. Ich kann nicht. Sie sind weg. Bitte. Geht nicht weg. Geht nicht weg. Die beiden fehlen mir. Oh Gott. Shit. Schon wieder das Gefühl, ey, wenn ihr das Gefühl habt, dass aber bei eurem ganzen Körper einfach komplett eine Gänsehaut ist, einfach so zack, hochzieht, ey. Unbelievable. Boah, fuck. Der Kondensator in Kazistan wurde zerstört, die Kluft ist jetzt unpassierbar. Wir sind nun die einzige Nation mit Zugang zur Infrawelt. Diese Situation ermöglicht neue Strategien und militärische Perspektiven. Wir starten jetzt neue Programme zur Auffindung möglicher Energiequellen und Entwicklung von Militäranwendungen. Wir haben bereits Wege zur Verbindung von Existenzen und Soldaten, und dies ist erst der Anfang. Dies ist bedeutender als die Raumfahrtgeschichte oder weitere nukleare Aufrüstung. Vor uns erstreckt sich eine ganz neue Welt. Eine Welt, die wir erobern werden. Dies ist der Beginn einer völlig neuen Ära für unsere Nation. Okay, dann mache ich hier einen Cut und ich hoffe, wir sehen uns das nächste Mal, wenn es wieder heißt, Let's Get a Plot Beyond Two Souls. Euer Neuron ist out. Yes, sir! Kuckuck, da bin ich wieder. Ich zusammenfassung mit Neuron. Ja, hallo Freunde. Ja, in diesem Part zerstören wir diesen Kondensator und das Portal und wir werden trotzdem von einem wieder riesen Existenz verfolgt. Aber wir können sie gut abschütteln und flüchten aus der Basis und dann kommt es zu einer kleinen Romanze zwischen Jody und Ryan. Ja. Muss man auch mal sagen, mein Gott, die Joey hat wirklich mal was Gutes verdient, finde ich. Und dann werden von Nathan wieder benutzt, eben mit ihrer verstorbenen Frau und verstorbenen Tochter zu kommunizieren. Und dann spielen wir wieder diese erwachsene Jody, die in diesem Hörsaal da sitzt, wo der eine wieder über Weltherrschaft redet. Und ja, wie es weitergeht, erfahren wir hoffentlich im nächsten Mal. Das Jahr ist Let's Get a Platinum Beyond Two Souls. Euer Neuron ist out. Yes, sir.